Klimaschutz, Elektromobilität auf kommunaler Ebene und der Erhalt von Baudenkmälern. Darum ging es beim parlamentarischen Abend der Freien Wähler, Alpenraum 2030, neue Wege in zeitloser Schönheit. Florian Streibel, parlamentarischer Geschäftsführer der Freie Wähler Landtagsfraktion, kennt die Probleme der Region. Die größte Herausforderung wird zum einen natürlich der Klimawandel sein, weil, wie gesagt, also die Erderwärmung bringt eine Verschiebung der Vegetationszonen im Alpenraum, Permafrost nimmt ab, also es gibt Hangrutschungen, Felsstürze, also das sind ganze Sachen, die also wirklich unmittelbar existenziell bedrohlich sind. Das andere ist natürlich, dass man schauen muss, wie geht es mit Tourismus weiter, was für neue Wege muss man gehen, die auch diesem Klimawandel dann geschuldet sind. Um dem Klimawandel erfolgreich zu begegnen, müsse auch im Alpenraum die Energiewende greifen, fordert der Abgeordnete aus Oberammergau. Elektromobilität, Carsharing und die Nutzbarmachung nachhaltiger Energieträger stünden dabei im Vordergrund. Egal ob Pellets oder Hackschnitzel, Energie aus bayerischen Wäldern kann einen bedeutenden Beitrag zur Energieautarkie bayerischer Städte und Gemeinden leisten, erklärte Florian Diepold-Erl. Er ist Klimaschutzmanager des Landkreises Garmisch-Partenkirchen und betonte in seinem Vortrag die Bedeutung von Holz für die Energiegewinnung. Im Energiebereich hat es natürlich eine sehr lange Tradition, aber jetzt durch die neuen Technologien und das vor allen Dingen auch im Bereich der Nahwärme ist Holz immer mehr verlässlicher Energieträger, ist ja grundlastfähig, was sehr, sehr wichtig ist in der heutigen Zeit. Und es ist sehr regionale Wirtschaft und man kann auch dadurch regionale Wertschöpfung erzeugen und der Energiekreislauf bleibt quasi vor Ort. Auch der Denkmalschutz im südbayerischen Raum war Thema des Abends. Hier bietet das Bayerische Landesamt für Denkmalpflege eine bemerkenswerte Dienstleistung. So sind sämtliche der 109.000 bayerischen Denkmäler auf der Homepage der Behörde verfügbar, digitalisiert und im Internet abrufbar über einen Denkmalatlas. Professor Dr. Michael Piazzolo, Vorsitzender des Wissenschaftsausschusses des Bayerischen Landtags, weiß allerdings auch um die Schwierigkeiten im Bereich Denkmalschutz. Eine große Herausforderung, insbesondere in München, aber auch im Alpenraum, ist, dass viele Leute wegen der Attraktivität der Region hinziehen. Das heißt, der Siedlungsdruck wird sehr groß und damit auch der Verdrängungsdruck. Und manches Denkmal ist in Gefahr, geopfert zu werden. Und da müssen wir schauen, dass diese so attraktive Landschaft zusammen mit den Denkmälern erhalten bleibt. Bau- und Bodendenkmäler seien Zeugen unserer Kultur und Geschichte. Dieses Erbe müssten wir uns stets aufs Neue bewusst machen, um zu wissen, woher wir kommen und um zu erkennen, wohin unser Weg geht.